Und erneut herzlich willkommen bei Europa Universalis, ich kann nicht reden, Europa Universalis 4 und dem Osmanischen Reich. Goodie. Wir haben hier das letzte Mal schön nochmal gegen Spanien gekämpft. Wobei Spanien wird es wahrscheinlich dann gar nicht mehr geben, weil ich glaube, sie haben nicht mehr die richtigen Provinzen dafür. Ha! Ich bin echt am Überlegen. Ich meine, wir nehmen uns hier den Rest von Ägypten als nächstes, das ist klar. Allerdings, 45, 5 Jahre noch, gar nicht mal so lange. Allerdings bin ich noch am Überlegen, ob wir uns demnächst auch jemanden Rom schnappen sollen. Oh, die sind jetzt mit Ungarn verbündet. Bei Ungarn alleine ist nicht so das Problem, glaube ich. Hier könnte aber noch ein Problem werden. Polen-Litauen ist immer so eine Sache, ne? Moskau auch. Ihr seid mit Persien verbündet. Wollt ihr mich denn komplett verarschen? Ach Gott. Naja, du läufst jetzt erstmal da runter. Ich brauche noch eine Verstärkung. Ich glaube, 2 Trupps reichen. Ihr bleibt mal hier, weil... Ja, wobei, das sind Kernprovinzen. Es sollte keine Aufstände geben. Oh, da löst sich die Koalition so langsam aber auch nochmal auf. So, Frankreich könnte auch nochmal ein interessantes Ziel werden. Allerdings, ja, Aber es geht hier im Westen echt noch. Ungarn ist sogar bald auch nochmal unter 50. Boah, nehmt halt mein scheiß Geld, meine Güte. Wie sieht's aus? Lange genug Vasall seid ihr schon. Ich brauche nur noch die Beliebtheit bei euch, ne? Ja, einfach noch ein bisschen Beziehung verbessern und dann geht das bald. Wir haben auch jetzt die Idee, dass das billiger wird. Genauso bei der Krim. Müsste das auch gehen, sobald wir... Noch 6 Jahre. Ja, und Georgien hätte ich dann auch bald gerne als Vasallen. Aber das gerne friedlich. Ja, wie gesagt, was wir uns sparen können, das nehmen wir. Okay. Geld knapp im Plus. Könnte besser sein. Ihr geht mal bitte da weg. So, und dann nehmen wir uns hier den Rest von Ägypten. Wie gesagt, ich will nur die 4 Provinzen, der Rest ist mir jetzt erstmal wurscht. Wir nehmen diesen Kriegsgrund, weil ihr seht, 75% Aggressive Expansion. 200 Prestige und der Rest ist gleich. Hier sehen wir, ist alles 100, deswegen wir kriegen mehr Prestige und weniger Aggressive Expansion. Deswegen ist dieser Kriegsgrund sehr, sehr schön. Zack, und wir können... Ja, genau, die 4 haben wir ein Claim. Die nehmen wir dann auch. Zack, bup, bup. Macht ihr mal. Weil viel weiter hier nach Afrika will ich erstmal nicht, wenn ich ehrlich bin. Da würde ich die Ressourcen doch eher anders verwenden. Allerdings hier nach Persien und hier die arabische Halbinsel hätte ich gerne noch. Weil das auch allein von der Kultur schon passt. Ernsthaft? Was? Was? Okay, da scheint wohl irgendjemand random hier auf Twitch gefollowt zu haben. Und ich habe den Ton irgendwie noch drin. Warum auch immer. Ah, zum Glück ist es nicht blockiert und ich kann es direkt wieder konvertieren. Dann ist es nicht so schlimm. Gott, war hier der Follow-Ton drin. Wie ist denn das passiert? Und warum hat hier jemand gefollowt? Wir haben doch gar keinen Stream an. Sehr, sehr suspekt. Will ich gleich mal gucken, wer das war. Wahrscheinlich bestimmt jemand, der von YouTube kam. Auf jeden Fall, wer auch immer du warst, falls du das guckst, hi. So.
Das wäre es jetzt noch, wenn die Einblendung drin geblieben wäre. Boah, ernsthaft, Hauptsache hier in den Provinzen, wo ich es nicht gebrauchen kann. Können die nicht einfach hier in Frankreich konvertieren oder so, dass Frankreich Probleme bekommt? Boah, ist das nervig. So. Nehmen wir hier mal den Guten. Kannst du mal die Hauptstadt besetzen. Beziehungsweise du kannst dann einfach hier noch die Festung besetzen. Ich bin am Überlegen, also mir macht das Spiel extrem Spaß. Es wirkt zwar manchmal, also ich höre es mir selber an und es hört sich halt manchmal ein bisschen gelangweilt an. Das liegt aber einfach daran, dass das Spiel recht ruhig ist. Es ist halt, ja, ein Strategiespiel. Ein etwas ruhigeres und da hört man sich halt manchmal so ein bisschen nachdenklich und eventuell falscherweise gelangweilt an. Aber ich sag's mal so, ich habe an einem Wochenende von diesem Spiel 16 Folgen aufgenommen. Das soll schon was heißen. Und Punkt ist, es ist sehr wahrscheinlich, dass nach dieser Kampagne mit den Osmanen, noch eine Kampagne kommt. Weil, jo, warum nicht? Es wird zwar, glaube ich, jetzt nicht so viel geguckt, aber hey, es geht ja um Spaß. Und ich bin am Überlegen, ob wir Äthiopien spielen. Als nächstes. Schauen wir mal. Ich meine, hier unten hat man recht... hier unten hat man recht fix aufgeräumt, glaube ich. So, reicht das schon? Das reicht schon. Hätte ich gerne noch Geld. Kriegsreparationen. Und das reicht mir dann auch, wie gesagt. Ich will hier meine Claims haben. Und das war's dann auch. Wir haben keine Schlacht geschlagen. Bup, 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 bup. So, und dann haben wir hier Ägypten. Allerdings für die Mission haben wir noch hier die beiden, ne? Sogar bis hier hinten hin. Wie sieht es bei Tunis eigentlich aus? Ihr steht da ziemlich alleine. Können wir, wenn wir die Mamelucken hier platt haben, können wir direkt hier nach Tunis übergehen. Die Tripoli, das Gebiet, generell Tunis hier. Die entwickeln hier aber auch so ultra. Das ist echt krass. 34. So, Diplomatic Reputation. Wobei ich sagen würde, wir machen jetzt erstmal hier noch die Forschung weiter. Weil ich habe keine Lust, hier ewig lang noch Unbalanced Research zu haben und dann die ganze Korruption hier zu schlucken. So, aber das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Es wird irgendwie immer weniger. Die Zustimmung, habe ich das Gefühl. So, da wären die wieder orthodox. Ah, die orthodoxe Welt wächst. Dann müssten wir eigentlich als nächstes gucken, dass wir hier die Mission zur Pentarchie nehmen. Rom erobern. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Das Schöne ist, als Folge von diesem Event wird der Papst praktisch abgeschafft. Und dann haben die ganzen Katholiken diesen Bonus nicht mehr vom Papst. So schwächen wir praktisch die Hälfte Europas erstmal schön. Das ist ganz nett. So. Mit den Briten, die halten wir uns erstmal warm gegen Frankreich. Wir brauchen zwar noch hier London später. Und ich glaube sogar Yorkshire. Oder Northumberland, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall brauchen wir auch noch ein paar Provinzen nachher für das Achievement. Aber das hat Zeit. Die Briten kriegen wir dann auch noch platt. So. Zack. Die kriegen wir nicht so hoch gepusht. Ja, wegen dem Revoked March. Das ist halt böse. Das haut rein. So, die Koalition löst sich auch schön auf. Das freut mir. Die hier so schön auf ihrer Insel. Ah, schade. Weil das Hauptproblem eigentlich wirklich ist... Ja, wobei, nee.
Das wird, glaube ich, nichts. Das Lustige ist, wir können einfach das hier früher schon machen. Ach Gott. Ach, so langsam kommt's zu uns. Hier, Italien ist schon auf unserer Seite. Sollen wir jetzt eigentlich mal noch Serbien und Bosnien gerade vernichten? Einfach weil wegen, dann haben wir's. Bevor es Ungarn macht, ne? Bevor es Ungarn macht, holen wir es uns. Wie sieht's bei euch aus? Österreich und Milan? Gegen wen seid ihr im Krieg? Ach, Kinderkram. Ist wahrscheinlich wegen Österreich, dass sie sich Salzburg schnappen. Oh. Wo haben wir denn hier Unrest? Hier. Nur in den beiden Provinzen. Dann leckt mich am Bobbes. Ihr werdet eh so schnell kein Staatsgebiet, deswegen ist mir das gerade mal vollkommen wurscht. Guti. Prestige gegen Macht nehmen wir. Natürlich kriegen wir Militärmacht. Was denn auch sonst? Da haben wir ja nicht genug. Aber besser als andersrum. Allerdings hätte ich jetzt gerne mal den Kolonialismus. Doch ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. Können uns den nicht mal kaufen. Ernsthaft, Moskau hat hier... Das ist auch nicht nett. Aber ich kann auch denen keinen Krieg erklären gegen Persien und Moskau gleichzeitig. Wie viele Truppen haben die denn? Dann machen wir mal hier nach Dingen sortiert. Das sollte ich hoffentlich ganz oben sein. Ja. Ja. Die haben sogar noch halbwegs wenig. Und Persien. Sie hätten immer noch zusammen weniger als ich. Von der Technologie her sind wir dann ebenbürtig. Das ist doof. Ah, schauen wir mal. Schauen wir mal. So, und auf geht's zum fröhlichen Konvertieren. Okay. Die Frage, was gehen wir als nächstes an? Euch auf jeden Fall annektieren, sobald es geht. Dann eventuell wirklich Serbien, Bosnien nehmen. Bei gegen euch. Doch, gegen euch haben wir den Kriegsgrund. Ihr seid katholisch geworden. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir die Provinz sogar noch, solange sie noch orthodox ist. Es breitet sich aber auch so ultra langsam aus. Das ist so schade. So, und Lutiana kann man eigentlich auch mal wegmachen. Wenn wir hier in Neapel noch die Festung haben, reicht das erstmal. Okay, Krim. Ja, das wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir euch annektieren können. Weil da die Frage wäre, ob es sich lohnen würde, hier nochmal die Korps von Moskau zurückzuholen. 1652, das hält noch eine Weile. Allerdings müsste ich gegen Moskau noch einen Verbündeten haben. Ich weiß aber auch nicht, ob ich mich mit Polen verbünden soll, dann sind die noch stärker. Schwierig, schwierig. Egal, was Irak von mir denkt. Korea ist eine Großmacht.
Würde mich jetzt mal interessieren, wie es hier hinten aussieht. Wenn Korea eine große Macht ist, dann müssen die aber hier die Ming-Splitterstaaten doch ein bisschen erobert haben, oder? Bin ich mal gespannt. Das müssen wir mal noch aufdecken. Ich glaube nicht, dass ich Korea schon mal als Großmacht hatte. Ich bin am Überlegen, ob wir uns Böhmen noch als Verbündeten nehmen sollten. Dass wir hier in Europa noch jemanden hocken haben. Milan, Savoy wird wohl nischt. Und zumindest sind die nicht mehr mit Frankreich verbündet. Allerdings würde ich mir gerne hier die Provence noch schnappen. Dann ist sogar bald die Überlegung, ob wir nicht unser Haupthandelszentrum nach Genua verlegen sollten. Wir haben momentan 14%, das ist noch nicht so viel. Allerdings haben wir hier dann Center of Trade, hier. Wenn wir uns gut anstellen, haben wir bald hier noch die Flussmündung. Das ist sowieso so krass, wie viel Handelszentren Genua hat. Ist meiner Meinung nach auch eigentlich die interessanteste Trade-Node im ganzen Spiel, weil es ist eine End-Node und es hat so viele interessante Zugänge. Müssen wir mal gucken. Bei Konstantinopel ist mit 15 Gold auch gar nicht mal so schlecht dabei. Allerdings Genua ist halt auf Dauer doch interessanter. Aber müssen wir mal gucken, dass wir erstmal hier noch so ein bisschen mehr im Mittelmeerraum bekommen. Okay. Ah, hier haben wir das Wichtigste jetzt. Wir machen auch nochmal ein bisschen Plus. Das ist auch schön zu sehen. Oh, unsere diplomatische Reputation ist so ein Poppes, deswegen geht das nicht. So, wir kriegen einen Claim in Georgien, was wir eigentlich nicht brauchen. Boah, die Stabilität will ich aber auch nicht verlieren. Dann nehmen wir das mal. Mögen uns zwar jetzt etwas weniger, aber mein Gott, wir können sie gerade eh nicht vasalisieren. So, zack. Gut, dann haben wir die beiden Gebiete, die noch nicht orthodox sind, aber das ist auch kein Problem. Gut, Serbien. Sowieso. Ah, nee. Ah, gerade nicht mehr in dem Staatsgebiet, alles klar. Okilidokili. Frankreich, Milan und Venedig. Und zwar im Juli. Ah, oder sollen wir jetzt wirklich mal den Irak angreifen? Ich glaube, das machen wir jetzt sogar mal. Gegen euch haben wir ja auch den schönen Holy War Kriegsgrund. Dann schnappen wir euch mal, würde ich behaupten. So, unser Gold sparen wir jetzt auch mal. Das war... Moment, wo? Oh, Krim. Dann fahr du mal gerade zu Krim und helf denen. Die 40.000 reichen locker. Und plupp. Dum, 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 dum. Dann würde ich eher die diplomatische Macht weggeben.
So, können wir das mittlerweile theoretisch wenigstens schon mal kaufen? Immer noch nicht. Ja, wobei, okay, hier ist noch nicht so viel passiert. Oh, das ging schnell. Ja, Kolonialismus ist halt so für die Osmanen mit das Beschissenste, weil es so weit weg ist. Und man es entweder kaufen muss oder man muss Kolonien haben, aber das hat man als Osmanen nicht unbedingt immer so. Zumindest wie ich spiele nicht. Es gibt auch bestimmt Taktiken, wo man dann mit den Osmanen so schnell wie möglich hier was in Portugal oder so nimmt und dann anfängt zu kolonialisieren. Aber wie gesagt, unser Ziel ist ja Rom zu gründen, deswegen konzentrieren wir uns hier auf Europa. Bup und bup. Wie viel kostet uns der Spaß denn? Mal alles nehmen, Mamelucken. Uns hassen immer noch dieselben. Das heißt, wir können eigentlich alles nehmen, ohne Probleme. Das werden wir dann auch tun. Ah, in Persien müssen wir echt mal gucken. Oh, stimmt, das hätte ich fast vergessen. Gut, gut. Brauchen wir hier noch die Hauptstadt? Ah ne, das ist sogar die Hauptstadt, die wir schon haben. Ha! Allerdings brauchen wir die Festung noch, dann können wir einfach alles nehmen. Oh, die haben sogar gut Geld. Das nehme ich auch mit Freuden an. Man könnte sogar eventuell mal den da reinstellen, der auch Belagerung hat. So. Dann hätte ich gerne alles und euer ganzes Geld. Und zack. Sehr schön. Wären die auch weg. So, und jetzt können wir auch... Ah, oder warte ich? Ah, ich würde gerne wissen, wie viel... Oh, 2000. So, das macht den ganzen Spaß nämlich unglaublich viel billiger. So, und das zurückgezahlt kriegen wir auch noch. So ist es ja nicht. Gut. Allerdings, Freunde, wären wir auch wieder am Ende der Folge angelangt. Oh, das sieht doch immer besser aus, oder? 1544. Muss halt auch noch bedenken, die Krim gehört noch uns, Georgien gehört so halb uns. Naja. Brauchen wir das immer weniger? Warum habt ihr so viele Negativgründe? Die Economic Base. Ach ja, Diplomatic Reputation minus 12. Ja, ohne das wird sogar fast gehen. Vielleicht können wir euren Trust mal nochmal erhöhen. Das war hier. Bup, bup, bup. So, jetzt sind wir beim Maximum. So, wenn wir jetzt unsere diplomatische Reputation mal nochmal in den Griff bekommen würden. Warum ist die eigentlich so niedrig? Ah, minus 3 wegen der Annexion und Overextension. Naja, sollte eigentlich bald wieder gehen. Wobei wir ja auch noch den hier haben, was das um 2 erhöht. Was wir auch bald machen können. Allerdings weiß ich nicht, ob Forschung vielleicht nochmal sinnvoller wäre. Aber ich wollte die Folge beenden und das tun wir jetzt auch. Wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.